Es ist Dienstag, 17 Uhr und das bedeutet, es wartet jetzt Social Klar TV auf Sie und das ist für mich eine kleine Premiere. Normalerweise bin ich hier immer zu Gast und stehe dann neben einem lieben Moderationskollegen. Heute darf ich Gastgeberin spielen und meine liebe Kollegin, die Anna, begrüßen. Hallo, danke, dass du da bist. Ich freue mich, bei deiner Premiere da zu sein und dich zu beobachten, wie du wirst auf der anderen Seite. Das treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Ich fühle mich jetzt durchaus noch ein wenig nervöser. Ich dachte mir, um so ein bisschen Spot auf das zu shiften, was wir den ganzen lieben langen Tag so machen. Und wir meine ich im Sinne von das Social Media Team, befrage ich dich jetzt dazu, was du machst, wenn du nicht gerade on air bist und wenn du nicht gerade das Social Klar TV Magazin vorbereitest. Was macht ein Social Media Manager bei Sonnenklar TV den ganzen lieben langen Tag? Oh, das ist eine breit gefächerte Frage. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also meistens, natürlich ist ein Großteil unserer Aufgabe, Content zu kreieren, sprich verschiedene Angebote zu posten, Bildmaterial zu sichten, was haben wir da zusammen zu basteln in verschiedenen Posts, aber natürlich auch Anzeigen zu schalten, weil nicht alles hier passiert ohne Geld. Geld macht die Welt. Ja, ganz genau. Und natürlich schalten auch wir Anzeigen auf unsere Social-Media-Aktivitäten. Ne? Und ja, dann, wenn wir, was machen wir sonst? Ich bereite die Sendung hier auch vor. Nicht alles, was ich hier so sage, kommt mir so in den Sinn, sondern es muss natürlich recherchiert werden. Hm. Und ja. Und welche Rolle spielt denn unsere Community? Oh, unsere Community ist, glaube ich, die beste Community auf der ganzen Welt. Das habe ich jetzt auch schon festgestellt, als ich hierher gewechselt bin. Wir sind, glaube ich, am ganzen Tag regelmäßig im Austausch mit unserer Community, beantworten ihre Kommentare, ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Wünsche. Schreiben auf allen möglichen Channels, auch die wir hier hinter uns sehen natürlich, mit Ihnen und freuen uns auch immer über jede Nachricht und jedes Anliegen, was reinkommt. Ja, und darum soll es in den nächsten 30 Minuten gehen und wir starten direkt mal ganz in der Nähe rein. Es geht ins Zillertal. Jetzt geht's ins wunderbare Zillertal, in ein ganz besonderes Hotel, nämlich ins Cosis Sports Lifestyle Hotel, das wir Ihnen hier präsentieren können zu einem absoluten Spitzenpreis und mit einem absoluten Unikum, nämlich einem tollen Verpflegungs-Upgrade. Wir upgraden Sie ganz einfach mal von Frühstück direkt auf die All-Inclusive-Verpflegung. Hat schon mal einen Wert von 300 Euro pro Zimmer. Das Ganze dürfen Sie genießen für ganze 3 Nächte ab 329 Euro. Leider nur noch 6 Stunden 49 buchbar. Und das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell drüber reden, was denn die Urlauber über dieses Hotel denken. Was hast du uns mitgebracht, Anna? Also, was ich glaube, ist, dass dieses Hotel ein richtiges Wohlfühldomizil ist. Das ist so, wenn man den ganzen Tag so auf Ausflug ist, dann freut man sich eigentlich schon wieder zurückzukommen in dieses Hotel. Und ja, es liegt ja auch super zentral in dem einwohnerstärksten Ort des Zillertals, nämlich in Fügen und da wirklich drin. Aber auch nicht so, dass es irgendwie Remi-Demi ist, sondern wirklich sehr ruhig. Aber ja, bevor ich jetzt hier lang rede, schauen wir doch einfach mal rein, was die Kunden sagen. Also auch hier sieht man 4,6 von 5 Sternen, was sehr gut ist, bei 621 Rezensionen bei Google. Und ja, schauen wir doch direkt mal rein in das erste vom Paul. Und der Paul schreibt, wir hatten einen traumhaften Aufenthalt im Cosis. Vom ersten Moment haben wir uns sehr wohl gefühlt und es hat uns an nichts gefehlt. Das Zimmer super groß, sauber und top gepflegt. Vielen Dank für den super Service vor Ort. Alle Mitarbeiter waren immer stets hilfreich, freundlich und bemüht. Wir kommen definitiv gerne wieder. Vielen Dank. Das liebe ich ja auch immer, wenn die Kunden schreiben, wir kommen wieder, weil da weiß man schon, es muss wirklich gut gewesen sein. Absolut. Und auch die Kim schreibt, sie waren zu viert hier, es hat uns außerordentlich gut gefallen, alles sauber, der Service ist super lieb und denkt mit. Darüber hinaus hatten wir Halbpension gebucht, das Essen war köstlich. Herzlichen Dank und vielleicht bis demnächst. Auch hier kurz, um aufs Essen einzugehen, also auch mit All Inclusive kann man dann richtig viel von dem lecker Essen genießen. Ganz genau. Und kann sich da rundum gut gehen lassen. Und noch einen.
Da werde ich jetzt nicht alles vorlesen, sonst sehen wir hier noch morgen früh. Aber Gabriele schreibt, das Hotel ist sehr modern und gepflegt. Die Lage ist sehr zentral für jegliche Unternehmungen, zum Beispiel Wandert, Fahrradtour, Stadtbummel, kulturelle Aktivitäten und Baden gehen. Was sie auch in unserem Angebot natürlich, dass hier die Gästekarte mit dabei ist. Das heißt, auch sie können dann alles machen, was in so einen Sinn kommt. Und was ich auch noch sehr schön fand, sie hat geschrieben, die dazugehörige Hotelbar ist ein beliebter Treffpunkt von Urlaubern und Einheimischen, gute Live-Musik inbegriffen. Ich finde, das ist auch immer schön, man weiß, die Einheimischen kommen da auch hin und man ist nicht nur so in seiner Gästebubble, sondern schön im Austausch mit den Gästen vor Ort. Genau. Absolut, das will was heißen. Und die Region hat natürlich einiges zu bieten, auch in der Sommerreisezeit, die wir hier für Sie im Angebot haben. Mit dabei die Gästekarte der ersten Ferienregion im Zillertal. Sie sind hier in einem Doppelzimmer untergebracht. Ich möchte aber unbedingt noch darauf hinweisen, dass es sich auch lohnen könnte, direkt auf die nächste Zimmerkategorie zu gehen, auf das Kings and Queens oder direkt auf die Junior Suite. Auch das ist möglich. Wir haben nur noch 58 Buchungsmöglichkeiten für Sie. Jetzt kommen die Bilder. Ein charmantes Hotel mit hochkarätigem All-Inclusive, einem wunderschönen Wellnessbereich und nur knapp 2 Fahrstunden von München entfernt. Diesen Ausflug ins malerische Zillertal machten unsere Redakteurinnen nur zu gern und legen Ihnen das 4-Sterne Cosis Lifestyle Hotel wärmstens ans Herz. Schon direkt bei der Ankunft spüren Sophia und Silvi, was das stetig modernisierte Haus ausmacht. Königliche Behaglichkeit. Fast 100% der ehemaligen Gäste sind davon begeistert. Bequem per Aufzug oder stilecht mit der Wendeltreppe erreichbar sind die Zimmer, die sich Silvi für sie angeschaut hat. Wenn Sie schon immer mal wie Prinzessin oder Prinz nächtigen wollten, dann hier entlang. Prince and Princess heißt nämlich Ihre Zimmerkategorie, wenn Sie unser Angebot buchen. Und der kuschelige Bademantel gibt Inspiration, was noch auf dem Programm steht. Die moderne Wellness-Oase, die im älteren Gebäudeteil des Cosis Hotels geschaffen wurde. Große Fenster sorgen für Licht und viele kleine Entspannungsbereiche für vollkommene Erholung. Jeden Nachmittag werden Dampfbad und Sauna angeheizt, von der Sophia sich kaum losreißen kann. Den Blick in die Berge genießen und gleichzeitig in der Sauna sitzen, das hat man echt selten. Apropos Berge. Von ihrem Urlaubsort Fügen führt die Spieljochbahn geradewegs in die Zillertaler Gipfelwelt, wo sie von einer Postkartenidylle zur nächsten wandern können. Zurück im Hotel haben wir dann noch eine besonders gute Nachricht für Sie. Nur mit Sonnenklar TV bekommen Sie das Upgrade auf All Inclusive. Natürlich haben unsere beiden Redakteurinnen auch das genauer unter die Lupe genommen. Also jetzt haben wir uns ja heute wirklich durch den gesamten Tag geschlemmt, oder? Mit dem vitalen Frühstücksbuffet. Ja, dann der gute Mittagssnack und die herzhafte und süße Nachmittagsjause, wo ich diese geniale Zitronentorte hatte. Die sah wirklich sehr, sehr essentlich aus. Und jetzt sitzen wir hier beim Abendessen und es riecht gut, es schaut gut aus. Also es ist Wahnsinn. Und den ganzen Tag gibt's Getränke. Prost. Das ist ein großer Anspruch. Aber echt. Und da es in der hoteleigenen Bar die Getränke bis 22 Uhr gibt, konnten die beiden auch fast alle noch probieren. Was für ein gelungener Ausflug und Ihr nächster Urlaub im Cosis Lifestyle Hotel im Zillertal. Ein ganz besonders schönes Hotel, seit Generationen von der Betreiberfamilie hier geführt und ganz besonders hier das Upgrade von Frühstück auf All-Inclusive im Wert von 300 € pro Zimmer. 3 Nächte dürfen Sie hier vor Ort verbringen, ab 329 € geht's los. Doch Sie dürfen nicht zu lange überlegen, es gibt nur noch 48 Buchungsmöglichkeiten und das Angebot ist nur noch für 6 Stunden 43 Minuten verfügbar. 248 440, die Bestellnummer.
Ich glaube, es gab bisher ganz, ganz wenige Social-Klar-TV-Sendungen, in denen Ägypten nicht Thema war. Ist einfach eine sehr beliebte Region. Was denkst du, schätzen unsere Urlauber denn so besonders am Urlaub am Roten Meer? Ich glaube zum einen, dass es hier eigentlich wirklich fast ganzjährig total milde Temperaturen sind und man da total schön immer am Strand liegen kann. Aber natürlich auch gut, wenn es eine Nilkombi ist, wo man viel, viel Geschichte und viel, viel Kultur erleben kann und gleichzeitig natürlich noch baden gehen kann. Ja. Und die Ressorts, glaube ich. Also die Ressorts haben da schon auch nochmal Next Level. Das stimmt. Und um ein solches Ressort soll es jetzt gehen, nämlich ums 5-Sterne Mövenpick Resort und Spa Soma Bay, in der Soma Bay gelegen. Und auch da hast du uns ein bisschen Feedback mitgebracht. Genau, ich habe mich diesmal auf TripAdvisor ausgetobt. Und ich finde aber schon allein der Name Mövenpick, der suggeriert ja schon so ein bisschen, da kommt jetzt was Gutes, da kommt was Solution. Und ja, auch also das Mövenpick Water Park Resort und Spa hat hier bei 3.392 Bewertungen, was wirklich eine Menge ist, 4,5 Punkte von 5 eingefahren und gehört auch zu den 5 besten Resorts in Soma Bay. Also da kommt man auf jeden Fall zu einem Top-Ort und ich glaube auch vor allen Dingen ein Ziel, wo man sich wirklich rundum verwöhnen lassen kann, dass einem wirklich nur abschalten, ne, am Strand liegen und vielleicht sich nicht ein bisschen schnorcheln oder tauchen noch. Gell? Dafür ist die Soma Bay auch bekannt. Was mögen denn die Urlauber am Hotel so gerne? Ja, schauen wir doch mal direkt rein, würde ich sagen. Da sind mir nämlich auch ein paar Sachen aufgefallen. Aber ja, zum einen hatte Axel geschrieben, der war als erstes im Oktober da, ein Rundum-Sorglos-Paket. Wir sind Ende Oktober in der riesigen Anlage gewesen. Obwohl das Hotel ausgebucht war, hatte man nie das Gefühl, dass es irgendwo voll war. Die Gäste haben sich über die Anlage sehr gut verteilt. Das Personal war immer aufmerksam und freundlich. Stets wurde man gefragt, ob es einem gut geht oder man etwas für uns tun kann. Ich finde, es ist wirklich eine sehr weitläufige Anlage und auch wenn 420 Zimmer aus erstmal viel erscheint, aber hier, das verteilt sich ja sehr gut und man ist dann nirgendwo irgendwie, dass man so sich jetzt irgendwie überfordert fühlt von den Menschen. Das ist wirklich sehr weitläufig einfach. Aber auch der Ben hat geschrieben, eine sehr angenehme Erfahrung. Ich würde das Hotel jedem sofort weiterempfehlen. Die Zimmer waren sehr schön eingerichtet. Am besten hat uns allerdings gefallen, dass das Personal super nett ist. Vor allem die Animation im Hotel ist sehr angenehm. Vielen Dank an Chico, Tamara, Chica, Boda, Saba, Omnia und Khaled. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen, dass es hier alle Namen gemerkt. Ja, dass es hier sehr familiär auch ist und das trotz der vermeintlichen Größe des Hotels. Und man, ja, ich finde, es ist immer schön, wenn man irgendwo hinkommt. Es ist wirklich so ein familiäres Ambiente. Man kennt sich beim Namen. Das hat schon mal so irgendwie so das Gefühl von ein bisschen Extraklasse. Absolut. Und auch für jeden, der vielleicht gerne Sport macht im Urlaub, habe ich noch was rausgesucht. Gehört jetzt nicht so dazu, aber ich bin gespannt. Ich bin trotzdem interessiert dazu. Hat Dream irgendwelche Zahlenkombinationen am Ende geschrieben. Super Fitnessstudio. Top Fitnessstudio mit super Trainer Mammut. Sehr professionelle und moderne Geräte für echtes Training. Service für Personal Training, Getränke und Handtücher vorhanden. Kostenlos. Und ich finde, das ist auch, weil manchmal haben zwar Hotels ein Fitnessstudio, aber ja gut, es ist halt dann so alibimäßig da. Man kann anscheinend wirklich sehr gut Sport machen. Und ich finde, wenn man sich gern bewegt, ist das doch dann auch gut, dass man weiß, okay, hier gibt es ein Top-Gym für mich. Absolut, ja. Und du hast zu Anfang vom Axel gesprochen. Der hat gesagt, dass es hier ein Rundum-Sorglos-Paket gibt. Und auch ein solches haben wir für Sie geschnürt. Das besteht zum einen aus All-Inclusive, aber auch ganz vielen Vorteilen, die wir hier für Sie mit reingepackt haben. Einmal das Upgrade auf ein Doppelzimmer-Classic-Poolseite, das Wellness-Paket mit 5 Anwendungen, die bereits inklusive sind. Sie dürfen je einmal pro Person das à la carte-Restaurant bzw. eines der 4 à la carte-Restaurants nutzen und auch ein Early Check-in und ein Late Check-out sind möglich. Dieses Vorteilspaket hat einen Wert von 425 Euro pro Doppelzimmer. 7 Nächte sind Sie insgesamt vor Ort, dürfen das All-Inclusive-Angebot genießen, die Soma Bay genießen und das Ganze ab 549 Euro. Ein 5-Sterne-Hotel auf einer Fläche von 21 Fußballfeldern direkt am Roten Meer. Kulinarische Hochgenüsse in den verschiedensten Variationen. Und pure Erholung. Kommen Sie mit uns nach Hurghada und erleben Sie selbst, wie sich Urlaub im 5-Sterne Mövenpick Resort in Spa Soma Bay anfühlt. Wohlige Nächte verbringen Sie in Ihrem Doppelzimmer, dank Upgrade zur Poolseite gelegen.
Besagte Poollandschaft eignet sich zum Sonnenbaden, Abkühlen und für den ein oder anderen Drink an der Swim-Up-Bar. Alternativ locken Sie 350 Meter feinster Sandstrand an die Soma Bay, die dem Hotel den Beinamen gab. In den Wintermonaten spendieren wir ein Wellnesspaket und Sie nutzen Sauna, Dampfbad sowie Jacuzzi je 15 Minuten kostenfrei. Freuen Sie sich zudem auf zwei verschiedene Anwendungen. Und auch kulinarisch haben Sie hier das große Los gezogen. Mit Ihrer All-Inclusive-Verpflegung sind Sie fast den gesamten Tag mit Essen versorgt. Vom Buffet und insgesamt 5-mal à la carte. Bis 23 Uhr werden Ihnen außerdem kostenfreie Getränke ausgeschenkt. Stoßen Sie also an auf eine unvergleichliche Woche im 5-Sterne-Mövenpick-Resort and Spa Soma Bay. Wir haben hier noch einen kleinen Preisvergleich für Sie vorbereitet, damit wir Ihnen auch beweisen können, dass wir wirklich immer das beste Preis-Leistungs-Angebot haben. Wir vergleichen mit For You Travel am 7. Januar 2025 ab Hamburg, 7 Nächte im Doppelzimmer Gartenseite, das betone ich mit Absicht, mit All-Inclusive und Wellness-Paket. Das schlägt hier bei For You Travel mit 1510 Euro zu Buche, bei Sonnenklar TV nur mit 1098 Euro. Und das heißt, wir sparen uns hier schon mal 412 Euro. Sonnenklar TV hat nicht umsonst den Claim viel mehr Urlaub. Da kommen noch einige Extras obendrauf. Zum Beispiel das Upgrade auf ein Doppelzimmer Classic Poolseite oder die Nutzung des à la carte Restaurants, der 4 à la carte Restaurants, der Early Check-in und der Late Check-out. Und dieses Vorteilspaket hat nochmal einen Gesamtwert von 100 Euro pro Doppelzimmer. Wirklich ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis in einem sehr beliebten Hotel. Wir haben es eben gerade von Anna sehr schön vorgetragen bekommen, warum die Gäste so sehr auf das Mövenpick Resort und Spa Soma Bay stehen. 248-476, so lautet ihre Bestellnummer. Und jetzt wird's romantisch. Es geht nämlich nach Dinkelsbühl. Und Dinkelsbühl ist nicht nur ein wunderschönes Städtchen, in dem man einige schöne und romantische Stunden verbringen kann. Es liegt auch an der romantischen Straße. Dinkelsbühl gilt als eine der schönsten Städte nicht nur Bayerns, sondern auch Deutschlands. Und es verschlägt uns aber in ein total stylisches Hotel. Also bei Dinkelsbühl denkt man erstmal so an Altstadt und Mittelalter-Charme. Mit all dem glänzt das Meiser Design Hotel, in dem Sie für 2 Nächte Zeit verbringen, nicht. Dafür mit ganz vielen anderen Dingen. Es hat zum Beispiel schon einige Nominierungen für Design Awards bekommen. Man kann es auch barrierefrei nutzen. Es gibt behindertengerechte Zimmer und Aufzüge. Das ist möglich. Es ist wahnsinnig schön gestaltet, hat eine Weiterempfehlungsrate von 96% auf Holiday Check, aber auch auf anderen Plattformen glänzt es. Und dazu wird uns die Anna jetzt gleich noch ein bisschen mehr verraten. Ja, also wer jetzt noch auf der Suche nach einer Weihnachtsgeschenk ist, so, sollte auch jetzt ganz genau aufpassen. Denn ich habe nicht nur Kommentare recherchiert, sondern auch in unserer Datenbank recherchiert. Und es war wohl letztes Jahr unerwartet der Topseller als Geschenktipp. Ja, bei dem Preis versteht sich natürlich auch von selber, aber auch, absolut. Wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, ist natürlich ein Award jagt da den nächsten so gefühlt. Es liegt nicht auch noch in der schönsten Altstadt Deutschlands, habe ich herausgefunden. Aber ja, zurück zum Hotel. Ich habe genug gequatscht darüber. Und zwar habe ich mich immer wieder bei Google ausgetobt, weil ich finde, Google ist jetzt mittlerweile schon so die Nummer eins, wo man auch so sucht, wie ist es bewertet, wie, absolut, was sagen die Leute. Ja. Wo man auch nicht dran vorbeikommt, finde ich. Und da hat es eben auch 4,7 von 5 Sternen. Und das bei 1491 Rezensionen. Wow. Und ja, wie gesagt, viele Rezensionen und dann noch sehr gute Rezensionen. Das heißt, es kann nur gut sein. Aber wie gesagt, wir lassen die Gäste sprechen und nicht mehr mich. Und zwar schreibt die Nadine, es war ein wunderschöner Aufenthalt. Das Personal ist sehr freundlich und zuvorkommend, besser geht es gar nicht. Das Zimmer war super und jeden Cent wert. Und die Regendusche erst, einfach der Wahnsinn. Das Hotel insgesamt ist sehr schön eingerichtet, stimmt alles überein. Komme auf jeden Fall wieder. Und wieder haben wir es, jemand kommt wieder zurück. Ja, sehr perfekt, schön. Yeah. Genau. Wiederholungstäter überall hier bei unseren beliebtesten Angeboten aus der Community. Genau. Was haben wir noch? Den Maxi.
Der schreibt, die Zimmer sind sehr sauber und haben eine exzellente Einrichtung. Sehr netter und freundlicher Service. Außerdem war das Essen eines der besten Gerichte, die ich jemals gegessen habe. Wow. Und Hilfe. Was macht sie hier? Hat sie es einfach geschlossen. Ich kenne das, wenn der Struggle losbricht mit den Bewertungen. Ja. Da hast du schon ganz viel zum Maisa Design Hotel erzählt. Wir müssen unbedingt noch auf folgenden Aspekt eingehen. Und zwar steht da unten ja eine dicke, fette 99 Euro. Und die bezieht sich tatsächlich auf den Gesamtpreis, den Sie hier erwarten können für 2 Nächte. Wir haben nur noch 88 Zimmer verfügbar. Schnapszahlen, wohin man guckt. Nee, war gelogen. 96% ist keine Schnapszahl. Das ist die weitere Empfehlungsrate auf Holiday Check. Upgrade auf Doppelzimmer Superior haben wir noch mit reingepackt und einmal Kaffee und Kuchen dürfen Sie auch genießen, wenn Sie vor Ort sind. Hier sind die Bilder. Dinkelsbühl an der romantischen Straße ist einer der besterhaltenen mittelalterlichen Orte und verzaubert mit der schönsten Altstadt Deutschlands. Mächtige Türme und prächtige Patrizierhäuser säumen die Gassen und nehmen Sie mit auf eine Reise von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Eine Gegenwart, die mit diesem Hotelangebot besonders glanzvoll und glamourös daherkommt. Vor den Stadtmauern von Dinkelsbühl liegt nämlich das 2019 eröffnete 4-Sterne Superior Maisa Design Hotel. Treten Sie ein und staunen Sie über die gelungene Symbiose von Glamour, Stil und Gemütlichkeit. Dank unseres Upgrades wohnen Sie in einem schicken Doppelzimmer Superior. Und wegen des außergewöhnlichen Interieurs und der gehobenen Qualität wurde das Haus für den German Design Award 2022 nominiert. Leckere Kunstwerke erhalten Sie auch zum Frühstück. Wer mehr möchte, bucht vor Ort die Halbpension dazu. Zudem spendieren wir Ihnen einmal Kaffee und Kuchen. Ein Besuch an der Bar darf natürlich nicht fehlen. So klingt der Urlaubstag so stilvoll aus, wie er begonnen hat. Bringen Sie Glanz und Glamour in Ihren Alltag mit dem 4-Sterne Superior Maisa Design Hotel. Ja, die Technik hat uns gerade eben noch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht und wollte uns die letzte und die beste Bewertung vorenthalten. Mhm. Wir konnten es aber mittlerweile richten und da müssen wir jetzt noch mal drauf eingehen. Ja, okay. Ja, ich habe hier noch die Anja. Und die Anja schreibt auch, wir sind begeistert von Lage, Anlage, Service und Zimmern. Einfach alles bombastisch. Extra Wünsche wurden jederzeit berücksichtigt. Angenehmer Geruch im Hotel, Ausstattung mit Liebe zum Detail und äußerst geschmackvoll. Die Zimmer sind geräuscharm, man kann ruhig schlafen und nichts stört von einem von außen. Nur zu empfehlen. Ich finde, mit diesen Worten kann man das doch abschließen. Kann man perfekt beschließen, das Angebot. Ich fasse es Ihnen trotzdem gerne nochmal zusammen. Ab 99 Euro geht's los für 2 Nächte in einem wunderschönen und sehr, sehr neuen Hotel. 2023 hat es erst eröffnet im wunderschönen Dinkelsbühl. Ein Upgrade auf Doppelzimmer Superior packen wir mit rein. Es gibt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, an dem Sie sich täglich bedienen dürfen. Und einmal Kaffee und Kuchen pro Person gibt's auch noch obendrauf. Und das Ganze in einem Hotel mit einer Weiterempfehlungsrate von 96%. Die Bestellnummer lautet 248510. Social Klar TV. Zu unseren Kanälen gehört auch WhatsApp mit dazu. Und wir möchten unbedingt darauf hinweisen, dass man sich jetzt anmelden sollte. Warum, Anna? Und zwar, ich bin ja noch nicht so lange bei Sonnen Klar TV dabei, aber was ich bereits jetzt herausgefunden habe, ist, dass das neue Special ja der absolute Hammer ist. Absolut. Und alle warten drauf. Und wenn man die begehrten Angebote aus diesem neuen Special bereits vielleicht ein bisschen früher erhalten will als die TV-Zuschauer, dann kommt in unseren Schnäppchenalarm oder meldet euch für unseren Schnäppchenalarm an. Hier unten mit dem QR-Code. Kann man den jetzt kurz sehen? Genau, erklär das vielleicht mal ganz kurz, wie man das macht. Ist nämlich total unkompliziert, stimmt's? Also Handy raus, aufklappen, Fotokamera an, den QR-Code scannen. Und dann wird man auch direkt gefragt, ob man sich registrieren will, die Nachricht abschicken. Ohne was dran zu ändern, ganz wichtig. Und dann kommt man direkt rein, kann, wenn man will, noch ein paar Fragen beantworten, damit wir die Vorlieben von Ihnen haben.
Und ja, dann ist man eigentlich schon mittendrin anstatt mürrisch. Ganz genau, dann ist man schon startklar. Oder Sie entscheiden sich dazu, dass Sie alle Angebote haben möchten. Das würden wir Ihnen natürlich ans Herz legen. Und dann bekommen Sie auch schon, ich flüstere es jetzt ganz leise, am 17. Dezember die Neujahrsspecials zugeschickt vor den TV-Zuschauern. Da geht es erst später los. Anna? Vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir große Freude bereitet. Das war meine Premiere, eine gemeinsame Premiere. Es war sehr schön, dass wir die zusammen feiern durften. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Feierabend. Vielen lieben Dank. Das wünsche ich dir auch. Alles bald, hoffentlich. Vielen Dank.